Fastenzeit beginnt, so reagiert er auf das Fasten. Am 22. Februar beginnt die christliche Fastenzeit. Die meisten Menschen nehmen sich laut einer Studie vor, in den 40 Tagen auf Alkohol, Süßigkeiten oder Fleisch zu verzichten, häufig mit dem Ziel, die Gesundheit zu verbessern und einige Kilos zu verlieren. Wie kann das erfolgreich gelingen? Ernährungswissenschaftler Professor Dr. Klaus Leitzmann und Ernährungsmedizinerin Dr. Petra Bracht beantworten in ihrem Buch Klartext Abnehmen die wichtigsten Fragen zum Thema Abnehmen. Im Interview mit der Nachrichtenagentur Spot on News klärt Professor Leitzmann über die Vorteile des Fastens auf und erklärt, was im Körper passiert, wenn wir auf Nahrung verzichten. Professor Dr. Klaus Leitzmann, es kommt darauf an, was man erreichen möchte. Das klassische Fasten von 1 bis 4 Wochen ohne Nahrung oder mit wenig Kalorien in flüssiger Form wird überwiegend aus gesundheitlichen Gründen befolgt. Dabei kann man 1 bis 2 Kilo pro Woche abnehmen. Form und Länge des Fastens müssen individuell bei Krankheiten auch mit einer mit Fasten erfahrenen Ärztin, Arzt des Vertrauens abgestimmt werden. Um nebenbei ein paar überflüssige Kilos zu verlieren, ist das periodische oder Intervallfasten empfehlenswert, das aus 2 Phasen besteht. In der ersten Phase kann innerhalb von 8 Stunden gegessen werden. Die übrigen 16 Stunden wird gefastet. Am leichtesten ist diese Methode durchzuführen, wenn erst ab mittags gegessen und die letzte Mahlzeit vor 20 Uhr beendet wird. Für Frühstücksliebhaber oder wenn diese Zeiteinteilung nicht gut mit der Arbeitszeit zu vereinbaren ist, kann die Essensphase auf 10 Stunden erweitert werden. Es besteht auch die Möglichkeit, nur einmal am Tag zu essen. Professor Leitzmann, das Intervallfasten ist ein Korrektiv, bei dem sich der Stoffwechsel umstellt und der Körper reinigt. Vergleichbar mit einem Großputz. Dabei verbraucht der Körper in den ersten 2 Tagen die gespeicherten Kohlenhydrate. Danach wird die Autophagie eingeleitet, ein raffiniertes Recycling-System des Körpers, das die Zellen von belastendem Abfall befreit wie gealterte oder funktionslose Zellbestandteile. Diese werden mit einer Hülle umgeben und von Enzymen abgebaut, die der Zelle wieder zum Neuaufbau gesunder Zellbestandteile zugeführt werden. Moderate Bewegung wie Gehen und Entspannungsübungen sowie Tanzen oder im Garten arbeiten sind empfehlenswerte begleitende Betätigungen. Professor Leitzmann, diese Produkte entscheiden, ob das periodische Fasten gesund ist oder wirklich zu einer Gewichtsabnahme führt. Denn sehr fettige, süße oder salzige Produkte sind nicht nur ungesund, sondern sie bewirken auch eine Nahrungsaufnahme über den Hunger hinaus. So nimmt man nicht ab. Deshalb ist das Meiden dieser Produkte eine Voraussetzung für den Erfolg. Um Gelüsten zu widerstehen, hilft ein Glas Wasser trinken, ein Telefongespräch führen, ein paar Dehnungsübungen machen, an die frische Luft gehen oder sich anderweitig ablenken. Insgesamt ist ein gewisses Maß an Geduld und Willenskraft, oder wie man früher sagte, an Disziplin erforderlich. Wer wirklich abnehmen will, bringt die Energie auf, um erfolgreich zu sein. Professor Leitzmann, wer einmal erfolgreich gefastet hat, kann bestätigen, dass sich bereits nach einem Tag positive Effekte einstellen, die als Gewinn empfunden werden. Die Atmung wird intensiver, der Puls und der Blutdruck werden gesenkt. Die Verdauung wird unproblematischer und der Schlaf tiefer. Insgesamt breiten sich eine angenehme Gemütslage, eine Daseinsfreude und ein Drang nach körperlicher Aktivität aus. Dabei ergeben sich neue Kontakte, vielleicht sogar neue Freundschaften, alles wichtig für mehr Lebensfreude. Professor Leitzmann, die gesundheitlichen Wirkungen sind primär abhängig von der Zusammensetzung der Mahlzeiten. Deshalb empfehlen wir eine vollwertige, pflanzliche Ernährung. Je länger diese in Verbindung mit dem Intervallfasten praktiziert wird, desto nachhaltiger sind die Wirkungen, denn der Körper stellt sich auf diesen neuen Rhythmus ein. Wer sich nicht dauerhaft auf das Intervallfasten einstellen will oder kann,
profitiert trotzdem von der lebenslang praktizierten vollwertigen pflanzlichen Ernährung. Professor Leitzmann, Intervallfasten ist eigentlich für alle Menschen geeignet. Ausnahmen sind Kinder und Erwachsene mit besonderen Schwierigkeiten bei der Nahrungsaufnahme oder mit Stoffwechselstörungen, die mit einer 16-stündigen Fastenphase nicht vereinbar sind. In diesen Fällen sollte eine mit Intervallfasten vertraute Ärztin/Arzt eingeschaltet werden. Graferul din tot, tot, toți MC cu care am crescut. Pe scurt, de la un pui sălbatic aveți tu. Am ajuns un animal răbdător, pragmatic, dar vezi tu, trebuie să depășesc plutonul cu fiecare text pe mafia, paraziții, dragonul, maxi, ghespe. Chimie, rimarul, spike, buia, si, șoapă. Grasul nimeni altul, del, vede sau carpo. Trebuie să vă mănânc vers cu vers, card intens. Trebuie să crezi, crezi ce vrei să crezi. Eu vă respect pe toți, dar focusez pe nivelul următor de zici că mă bat cu bossul. La cât de urât sunt, cum să vă iau cu frumosul? Metafore, hiperbole, le obțin prin alchimie. Când adun cuvinte din dom, mă pun, le pierb la 1000 de grade Celsius. Să rămână spus și să se știe, nu-i nimeni cel mai bun, dar evoluează cel ce vrea să fie unul.